Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ich habe einen richtig, richtig dicken Spoiler für euch, stand aber auch halbwegs im Titel drin, beziehungsweise im Thumbnail. Und ich habe wirklich lange gewartet, um möglichst viele Details mit euch, naja, austauschen zu können. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Demnächst werden Dungeons in Rette die Welt kommen. Was absolut wunderschön ist in meiner Sicht. Wenn ich jetzt mal schaue auf Discord und ich suche einfach mal Dungeons, dürfte ich im August was von mir selbst finden? Da habe ich mich selbst zitiert. Hier. Dungeons mit Sonderloot 17.8. Ja. Habe ich mir gewünscht. Das, wo ich mich selbst zitiert habe, war: Man könnte die Dungeons an die Elemente des Spiels anpassen und exklusiven Loot dort freispielen, der auch echt reinhauen darf, aber exklusiv für Dungeons ist. Das hat Epic Games jetzt mit mythischen Skizzen und dem Sturmkönig dann vor. Mythische Skizzen, die man nur in Dungeons und im Hauptmenü hat, allerdings nur in Dungeons craften kann, whatever, so viele Ideen. Das war zumindest das, was ich sagte. Jetzt ist es so, wir kriegen mythische Skizzen durch eine Sturmkönig-Challenge und, die kann man nicht nur im Hauptmenü und in Dungeons haben, sondern die kann man überall haben, dafür nicht droppen. Wunder, wunderschön. Das wirklich etwas, was ich einfach im Kopf hatte, so ziemlich umgesetzt wird. Es gibt bereits einen Ladebildschirm, den man sich freispielen kann in den Dungeons, der in den Dateien drin ist. Das ist dieser hier. Und wenn man sich die Details hiervon anschaut und an Fortnite Mares von 2018 zurückdenkt, dann passt das Ganze aktuell wirklich in unsere Season rein. Denn wir haben die Fortnite Mares Season, die Albtraum Season, Halloween Season, nennt sie wie ihr wollt. Wenn ihr ein altes Video von mir schaut, was aus dem Albtraum Event ist, aus Season 6, dann seht ihr genau diesen Baustil beispielsweise in einigen Videos. Das hier sind ein paar Banner, die geleakt wurden, wenn man Dungeons abschließt. Es gibt 5 verschiedene Dungeons, aber es gibt 6 verschiedene Banner. Das ist auch wieder interessant. Wenn ich jetzt meinen Browser mal rüberziehe, haben wir hier vor 3 Tagen den ersten Dungeon Leak. Und zwar, es gibt 3 Daily Missions, 3 Dailies für Dungeons. Zerstörer, Experte und Profi. Es gibt 5 verschiedene Dungeons. Inferno, die Krypten, die Grotte, das Labyrinth, der Friedhof. Und dann gibt es auch noch Missionen. Zu den Missionen kommen wir auf jeden Fall noch. Was hier eine wichtige Info ist: Waffencraften ist deaktiviert in Dungeons. Das kommt später auch nochmal ein bisschen detaillierter. Und man muss einen Friedhof für einen Eintrittsschlüssel durchsuchen. Ja, search the graveyard for the dungeon entrance key. Klingt interessant. Nicht jeder kriegt Zugriff anscheinend, sag ich mal so. Aber ich denke mal, das wird sehr einfach zu finden sein, denn ich glaube nicht, dass Epic Games etwas kreiert, wo sie nur begrenzt wenig Spieler drin haben wollen. Was ich auch sehr interessant finde, haben wir hier. Das sind ein paar Banner, die in verschiedenen Fluren in Dungeons rumhängen werden. Also es gibt anscheinend, ich sag mal, einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Ich meine, es gibt auch das Dungeon, das Labyrinth. Von daher ist es auch gar nicht so abwegig, dass es einen richtigen und einen falschen Weg gibt. Wahrscheinlich sind im falschen Weg stärkere Gegner. Dann haben wir noch das hier. Diese Statue hier hat unser Kollege Mango Leaks dazu geschrieben. Diese Statue hat er gefunden in den Spieldateien, die wird Schaden verursachen. Da sollte man drauf aufpassen. Ja, also eine Statue mit ganz vielen Köpfen und vor allem mit Hörnern vom Sturmkönig, maybe. Und das ist ein Dungeon Totem. Was auch immer das bewirkt. Aber da kommen wir gleich auch nochmal ganz kurz zu. Das hier gibt es auch nochmal in detaillierter in den Dateien zu sehen. Was ich, ey, es ist ewig her, dass ich mal ein Leak-Video gemacht habe. Ich glaube, das letzte war in Season 8. Dann haben wir noch eine Liste von allen Fallen, die in Dungeons sind. Es wird nämlich spezielle Dungeon-Fallen geben. Da ist natürlich jetzt nicht bekannt, ob wir die Fallen benutzen können, weil wir ja auch keine Waffen craften können, oder ob das Fallen sind, wie quasi in einem alten Indiana Jones-Film. Stolperdraht und du löst eine Pfeilfalle aus oder sonstiges. Es gibt hier verschiedene Fallenarten, die reichen von Pfeilfallen bis Caveln, zur Türfallen, wahrscheinlich Falltürfallen, Drain-Falle, das klingt irgendwie so ein bisschen unterwassermäßig, aber glaube ich eher weniger. Eine Nag-Trap, die mir persönlich gar nichts sagt, Position-Trap, Snare-Trap, dass man verlangsamt ist, und eine Teleport-Trap. Also da werden sicherlich auch Fallen für uns als Spieler dabei sein, die wir benutzen können. Dann habe ich auch noch für euch, muss ich mal hier, zack, schließen, 250
Voice Lines. Ja. 250 Audiospuren wurden gefunden, das heißt, Dungeons werden wirklich kein absolut kleines Thema, sondern wir haben hier, ich scroll hier einfach mal durch, ja, ihr könnt natürlich an jeder Zeit pausieren, wenn ihr alles lesen wollt, aber ich habe euch auch alles unten verlinkt. Es gibt so viele verschiedene Voice Lines. Willkommen zu der Natur, lass was machen, ich wünsche mir das, ich wette mit dir, deine Gruppe hat das und das, ja, es wird, also Dungeons werden wohl ein großes Thema, was ich absolut feier. Und wenn ich das Ganze jetzt mal schließe, dann habe ich eine deutlichere Übersicht, anscheinend von einem Discord-Server, Fort of Fans, oder von einem Discord-Mitglied. Das hier ist eine vernünftige Übersicht, hier seht ihr auch nochmal das Dungeon-Totem in Farbe. Ja, er hält quasi das schwarze Loch, was wir ewig gesehen haben, zumindest sieht es so aus jetzt gerade auf den ersten Blick. Und er hat ein bisschen die Augen vom Rabe und Kerzen auf dem Rücken. Wird vielleicht auch als spielbarer, ja, als Held rauskommen, schätze ich mal. Wäre verschwendetes Skin-Potenzial, wenn nicht. Und hier haben wir halt einige Quests, die innerhalb der Dungeons verfügbar sind, mit deren Belohnung. 50 Urnen in erfolgreichen Dungeon-Missionen zerstören. Da gehe ich stark davon aus, dass es eine wiederholbare Quest ist, weil für 50 Urnen gibt es, ich sag mal, nur 100 Süßigkeiten, aka Tickets. Also da gehe ich sehr stark davon aus, dass es eine wiederholbare Quest ist. Haben wir an jedem Event gehabt, wiederholbare Quests. Dann gibt es noch, zerstöre 6 Hüllen-Spawn-Kristalle. Das heißt, wir können die Hüllen davon abhalten zu spawnen, was wahrscheinlich auch bedeutet, das wird etwas in der Art sein, von wegen sowas wie Lager sind in den verschiedenen Dungeons drin. Aber es wird noch interessanter. Man muss 6 Dungeon Rifts, also Dungeon Risse, auflösen. Dann muss man 5 Mimic-Kisten in diesen Missionen zerstören, beziehungsweise töten, was halt auch wichtig ist, weil, wie gesagt, Waffencraften ist disabled, also ist nicht aktiv. Bedeutet, wir müssen Kisten durchsuchen, um Items zu kriegen. Das heißt, wir werden sehr häufig auch diese gefälschten, ja, diese Feindkisten haben. Ich weiß gar nicht, wie heißen die auf Deutsch? Ich glaube, die heißen auch Mimics auf Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Kisten, die zu einer Kreatur werden. Davon muss man 5 kaputt machen, kriegt 500 Candies. Finde ich ein bisschen viel. Ich denke auch, dass dann das nächste hier auch eine wiederholbare Quest ist. 5 Minibosse in Dungeon-Missionen besiegen. Da ist natürlich jetzt wirklich die Frage, die ich mir stelle, so wie ich Dungeons aus vielen verschiedenen Spielen kenne, ja, World of Warcraft, Destiny, eigentlich so ziemlich alle möglichen größeren rollenspielartige Spiele, ob diese Minibosse wirklich auch innerhalb des Dungeons ein Miniboss sind oder ob sie den Endboss darstellen sollen. Da kommt dann wieder die weitere Frage auf, gibt es Endbosse für jeden Dungeon? Gibt es auf der, ja, hier auf dem Friedhof auf der Map, gibt es einen Skelettboss oder sowas? Ich würde einfach mal reingehen. Bitte geht mit der Erwartung rein. Nein, es wird keine extra Bosse geben. Dann wird man weniger enttäuscht, wenn Minibosse der Endboss sind. Aber wenn es extra Bosse geben sollte, bin ich persönlich umso glücklicher. Weil ich habe immer Instanzen, Dungeons, Raids, nennt es wie ihr wollt, gefarmt ohne Ende. Es bockt einfach. Dann muss man von einer Pfeilfalle getroffen werden, gibt auch 250 Candy. 3 Daily-Missionen abschließen, 6 Daily-Missionen abschließen und für 10 Daily-Missionen abschließen in Dungeons gibt es einen Banner. Ne? Dann haben wir noch eine Mission im Krypta-Dungeon abschließen, dafür gibt es auch einen Banner. Und dann gibt es noch 2 Missionen im Krypta-Dungeon abschließen, dafür gibt es aktuell den Jonesy-Bot. Allerdings denke ich, das hier ist entweder ein Platzhalter oder Epic Games hat wirklich mal weitergedacht und dachte sich, gut, ein Jonesy-Bot ist quasi fürs Sammelalbum, weil er ist ja auch gerade im Eventshop drin, und der andere Jonesy, der ist zum selber Level. Weiß nicht, ob die so weit gedacht haben oder ob das halt echt noch ein Platzhalter ist. Aber das ist zumindest alles, was ich an Dateien rausfinden konnte. Ihr habt gesehen, hier Questline Starlight, ne? Questline Sternenlicht, so heißt das Ganze. Und wenn wir mal die Roadmap auf Englisch durchforsten, heißt das, wir kriegen das erst nach Mitte November. Weil wir bekommen erstmal die Haunted Hotel Questline, danach Werewolf, danach kommt die Questline Summer Camp Anfang November, Mitte November kommt Monster Bride und dann in der Woche vom 19.11., das ist der frühestmögliche Zeitpunkt,
in der Woche vom 19.11., merkt es euch, der frühestmögliche Zeitpunkt, dass wir die Questline Starlight mit den Dungeons bekommen. Da das ganze Thema aber wirklich aussieht wie die aktuelle Season und Albtraum-Questline und wirklich Halloween-Thema, düster gehalten, Kerzenlicht, Beschwörungskram, würde ich schon ganz, ganz stark davon ausgehen, dass das diese Season noch kommt. Denn wenn wir mal ganz runterscrollen an die Roadmap, ich erinnere euch, dass Epic Games hier stehen hat, dass die aktuell noch an einem großen Feature arbeiten und sie hoffen es, diese Season zu launchen. Das heißt, ich würde mal damit rechnen, dass in dem letzten Absatz gemeint ist, wir sollten hoffentlich Dungeons kriegen. Und wenn wir mal sehen, wie viele Sachen schon in den Dateien drin sind, ja, es sind Voicelines drin, es sind die Items drin, es sind die Totems drin, es sind die Banner drin, es sind die Belohnungen drin, die Quests, es sind alle möglichen Fallen drin. Also, das sieht schon sehr, sehr, sehr fertig aus. Meine Vermutung ist definitiv, dass wir es vielleicht schon in der Woche vom 19.11. bekommen, aber ich würde eher gegen Ende November damit rechnen, ich persönlich. Umso früher, desto besser, also das ist ja keine Frage, ich freue mich richtig, das Ganze zu streamen, weil Dungeons Farm, hallo, das habe ich schon immer gemacht, seit ich überhaupt zocke. Ich freue mich einfach richtig darauf. Wie gesagt, ich habe euch alles mal unten verlinkt, alles, was ich so zusammengesammelt habe. Auf jeden Fall eine richtig geile Community-Leistung von allen Leuten, die in Reddit daran gearbeitet haben, die ganzen Dateien zu leaken, öffentlich zu stellen und zu teilen vor allem. Ja, und dieses Übersichtsformat hier ist auch richtig nice. Ich würde sagen, ihr seid up to date.